Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Heute mit einem augenscheinlich wahnsinnig guten Angebot. Und zwar einem Battleship, also einem Kriegsschiff, mit knapp 970 Teilen, das man momentan auf der Shopping-App Temu für 10 Euro erwerben kann. Ich packe euch auch mal einen Link unten rein. Keine Ahnung, wie lange das verfügbar sein wird. Aber wenn das Ganze sich hier in der Review als gut herausstellt, ist das auf jeden Fall ein Mega-Deal. Den Hersteller kann ich leider nicht entziffern. Aber das Set hat die Setnummer 67107, ist ein 8-in-1 Set. Das heißt, man kann hier das Schiff bauen und es sind hier unten nochmal 8 andere Modelle baubar. Ich denke, uns interessiert heute am meisten das Schiff. Nun können wir natürlich bei 970 Teilen und 10 Euro als Kaufpreis keinen Modellbau à la Kobi erwarten und es ist natürlich nicht die hochwertigste Verpackung hier in so einer Tüte, aber das ist alles völlig ausreichend, wenn auch die Steinequalität und der Rest wirklich baubar ist, denn dann könnte sich das als ein richtiges Spielset-Schnäppchen herausstellen und ich würde sagen, wir quatschen gar nicht weiter herum, ich mache das Ganze mal auf und wir schauen uns zusammen die Steinetüten und die Anleitung an. Und hier haben wir auch schon den Inhalt an Steinetüten. Wir haben noch so ein paar Träger hier dabei, einen kleinen Stickerbogen, den finde ich in dem Fall überhaupt nicht schlimm, erstens für den Preis und zweitens, wenn es ein Spielset ist. Die Teiletüten sind auch nummeriert und zumindest vom Aussehen sieht das schon mal ganz in Ordnung aus. Ich lege das Ganze mal zur Seite, denn über die Steinequalität reden wir ja wie immer während des Baus. Und wir haben hier die Anleitungen dazu. Einmal für die 8 Kleinsets in gedruckter Form als Auffaltanleitung und für das Hauptset ebenfalls in gedruckter Form auch als Auffaltanleitung. Das macht jetzt natürlich keinen hochwertigen Eindruck, aber auch hier gilt für den Preis, wenn die Steine in Ordnung sind, kann man das auf jeden Fall verschmerzen. Insgesamt haben wir 36 Bauschritte. Es wird alles komplett ausgegraut, was schon gebaut wurde und was neu gebaut wird, wird in Vollfarbe dargestellt. Ich habe natürlich auch nochmal nachgeschaut bei so einem Set zu so einem günstigen Preis und einem Hersteller, den man nicht entziffern kann, ob es eventuell ein geklautes Set oder Mock ist. Ich persönlich habe nichts gefunden. Wenn euch da was anderes bekannt ist, bitte schreibt es mir gerne in die Kommentare, dass ich das nochmal richtig stellen kann. Aber Stand jetzt habe ich in meiner Recherche nichts gefunden, von dem dieses Set hier geklaut sein könnte. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf dieses Set. Ich habe keine wirkliche Erwartungshaltung an diese Steine, ob man damit bauen kann oder ob es auseinanderfällt. Ich habe keine große Erwartungshaltung an die Anleitung. Und ich hoffe natürlich, dass das hier kein Riesenflop wird, sondern dass man damit auch was anfangen kann. Denn dann ist es, wie gesagt, ein toller Preis und auch als Teilespender sicherlich zu benutzen, wenn die Steinequalität hier passt. Selbst wenn einem das Schiff nicht gefällt, sind 970 Teile, auch viele in Grau, natürlich ein toller Teilespender für 10 Euro. Deshalb verlieren wir keine weitere Zeit. Ich fange an zu bauen und wir sehen uns nach den ersten wichtigen Bauschritten wieder. Und wir sehen uns das erste Mal nach 14 Bauschritten wieder. Ich kann es schon mal vorwegnehmen, bisher gibt es einiges an Licht, aber auch ein wenig Schatten. Ein großer Lichtpunkt ist auf jeden Fall, dass die Steinequalität hier wirklich gut ist. Die Steine sehen gut aus, sie lassen sich gut verbauen, sie haben eine tolle Klemmkraft, also eigentlich kann man mehr nicht erwarten. Natürlich sind es keine Go-Brick-Steine. Sie sind auch ein bisschen schlechter als Lego, aber wenn man den Preis sieht, ist das auf jeden Fall eine richtig starke Steinequalität, die hier abgeliefert wird. Man hat den ein oder anderen offensichtlichen Angusspunkt mal dabei, aber größere Probleme sind mir bisher noch nicht aufgefallen. Die Teiletüten haben mir ein paar Rätsel aufgegeben, denn wir haben ja diese Nummern draufstehen. Aber trotz dieser Nummern sind sie kein Stückchen geordnet. Also ich habe eigentlich alle Teiletüten am Anfang aufreißen müssen, um anzufangen zu bauen. Man kann hier nicht nach und nach die Teiletüten aufmachen, deshalb sind eigentlich auch die Nummern sinnlos. Warum sie die trotzdem drauf gedruckt haben, kann ich nicht sagen. Aber wie gesagt, deshalb sieht auch der Tisch so aus. Es müssen alle Teiletüten mit einmal aufgerissen werden, damit man hier wirklich voranbauen kann. Von der Konstruktion hat sich auch schon einiges getan und das sieht bisher auch wirklich gut aus. Wir haben hier ja keine Formteile und wie gesagt, das wird kein Modellbau à la Kobi, das kann man nicht erwarten, aber dafür macht das Ganze schon wirklich was her.
Die Schattenseiten finden wir eher in der Anleitung, denn ich kann mich wahrlich nicht über meine Augen beschweren. Aber hier ist es wirklich teilweise sehr knifflig zu erkennen, wo welcher Stein hin muss oder noch einfacher zu erkennen, welchen Stein man überhaupt gerade verbauen soll. Das ist trotz der Steinliste, die oben immer abgedruckt ist, immer noch ein schweres Unterfangen, dadurch, dass die Drucke hier so klein sind und die Qualität auch nicht die beste ist. Wenn man das dann aber einmal verstanden hat, welchen Stein man wohin setzen soll, hat die Anleitung immerhin keinen Fehler bisher gehabt. Und so ein kleiner schlechter Punkt wäre noch, wir haben hier ein wenig Steinetreiberei. Zum Beispiel könnte das hier ja ein Stein sein, es sind aber im Endeffekt drei Steine. Zwei einer Plates und einmal so ein Baurichtungsumkehrer. Ist eigentlich sinnlos, es könnte ein Stein sein. Genauso bauen wir hier super viel mit diesen einer Round Plates, was natürlich die Steineanzahl sehr in die Höhe schießen lässt. Ich möchte es aber vielleicht gar nicht Teiletreiberei nennen, denn das Ganze kann für die B-Modelle, die 8, die man hier bauen kann, vielleicht wichtig sein, dass es unterteilt ist. Aber dadurch wird natürlich die Teileanzahl von 970 ein wenig relativiert. Ich würde sagen, der Teilewert entspricht eher 700 Teilen und das ist aber für 10 Euro immer noch ein absolut Toppreis. Wenn es also so bleibt, kann ich das Ganze auf jeden Fall empfehlen und dementsprechend baue ich jetzt auch weiter. Und ich hoffe, dass ich weiterhin Spaß damit haben werde. Und das nächste Mal sehen wir uns schon nach dem 31. Bauschritt wieder. Wir haben große Teile von dem Deck schon gebaut. Das ein oder andere verzierende Element hat auch auf jeden Fall schon seinen Weg auf das Schiff gefunden. Und auch ein paar kleine Funktionen kann ich euch schon zeigen. Die Anleitung, genauso wie im Zwischenbauschritt, ist wirklich schwierig. Aber sonst ist dieses Set wirklich die Überraschung des Jahres für mich. Ihr müsst mal überlegen, dass wir für 970 Teile 10 Euro bezahlen. Es sind viele kleine Teile dabei, aber trotzdem ist das schon bis jetzt auf jeden Fall meiner Meinung nach mehr als 10 Euro wert. Und da kommt ja auch noch einiges. Die Teilequalität, wie im Zwischenbauschritt beschrieben, wirklich völlig in Ordnung. Damit lässt es sich gut bauen. Und auch an Aussehen, was wir hier bauen, dafür, dass es eben kein Modellbau ist, ist wirklich große Klasse. Ein was hat mich nur noch gestört, und zwar sind das diese Ketten hier. Diese Ketten kommen nämlich nicht fertig gebaut, sondern als Einzelteile in solchen Trägern hier. So viel nochmal dazu, dass viele Kleinteile dabei sind. Und diese kleinen Elemente am Ende zu Ketten zusammenzustecken, da sind immer 8 von diesen und 2 von den Verbindungsstücken, glaubt mir, das ist ein riesiges Gefummel und wirklich spaßbefreit. Und wir machen das hier 2-mal und noch 4 weitere Male beim Bau. Da kann man sich wirklich Schöneres vorstellen, aber danach baut man ja zum Glück wieder einige andere Sachen am Schiff. Was wir schon an kleinen Funktionen gebaut haben, sind auf jeden Fall diese Geschütze hier. Die können wir drehen. Dann haben wir hier vorne ja noch 2 Geschütze, die wir nach oben und unten verstellen können. Und wir können hier nochmal diese 2 Elemente reinklappen und eben auch wieder rausdrücken. Sowie nach oben und unten verstellen. Das ist hier auf beiden Seiten dabei. Also auf jeden Fall schon mal ein überraschend guter Zwischenbauschritt. Ich hoffe natürlich, dass es so gut bleibt oder vielleicht noch besser wird. Und dann werden wir uns gleich höchstwahrscheinlich mit dem fertigen Schiff wiedersehen, außer es gibt noch irgendwas Spannendes während des Baus zu berichten. Und damit ist es auch schon fertig, unser Battleship, der wahrscheinliche Preisknüller. Und ich nehme es schon mal vorweg, man kann Glück und Pech haben, wenn man sehr günstige, zu gut um wahr zu sein Angebote von AliExpress, Temu oder anderen chinesischen Plattformen kauft. Mal hat man Glück und mal wünscht man sich, man hätte sich einmal zusammengerissen. Das ist aber so ein Fall, wo man auf jeden Fall Glück hat. Natürlich hat das Set auch seine Ecken und Kanten. Und es ist nicht das beste Schiffset, was man irgendwo erwerben kann. Aber für 10 Euro ist das wirklich ein Preisknüller. Selbst wenn einem das Schiff an sich nicht gefällt, obwohl ich das auch ganz putzig finde so an sich, hat man hier sehr viele Teile mit einer guten Qualität, die man ausschlachten kann, und damit ist es eigentlich eine Win-Win-Situation. Auf jeden Fall haben wir noch sehr viel Deko in der Zwischenzeit rangebaut, ein paar Geschütze, die sich wie immer drehen lassen, und natürlich die Brücke. Und ich finde, das sieht am Ende eigentlich wirklich gut aus. Da kann man sich nicht beschweren für ein Spielset. Dann haben wir noch Räder unten eingebaut. Das heißt, man kann damit auch fahren und muss nicht die Teile die ganze Zeit über den Boden schleifen. Da hat mich nur ein was ein bisschen verwundert.
Denn wir bauen hier 8 Räder ein, so ist das auch in der Anleitung. Hier hätten wir aber noch Aufnahmen für Räder und hier vorne würde noch ein Rad reinpassen. Und wir haben auch 4 Räder übrig. Das ist relativ merkwürdig. Die Räder sind übrigens nicht so toll, denn die sind komplett aus Plastik. Wir haben hier keinen Gummi drum. Aber sie tun auf jeden Fall für so ein Schiffsset ihren Zweck. Die Räder sind jetzt aber kein Qualitätsknüller. Und dann haben wir noch diesen Träger hier für Waffen und die Ersatzteile. Bei den Ersatzteilen haben wir viele von diesen 1x1 Round Plates dabei. Das liegt daran, dass man damit eigentlich die Räder nochmal fixieren soll. Das funktioniert aber gar nicht. Also man kann die Round Plates nicht auf die Räder stecken und es macht eigentlich auch keinen Sinn, weil die Räder auch so halten und nicht abfallen. Ich weiß nicht, was sich jetzt hier der Hersteller unbedingt mit diesen Round Plates gedacht hat. Es soll mir aber egal sein. So haben wir eben noch ein paar Ersatzteile. Und wenn wir hier natürlich so einen Waffenträger haben, haben wir auch Figuren dazu. Die Figuren haben druckmäßig eine richtig gute Qualität. Ich finde, sie sehen auch gut aus. Das große Problem ist natürlich hier der Lego-Designschutz. Also an eurer Stelle würde ich dem Verkäufer sagen, dass er bitte die Figuren rausnehmen soll, denn die sind natürlich viel zu nah an Lego dran. Wie gesagt, die Qualität ist toll. Wenn ihr sie mitbekommt, dann ist das gut. Aber hier ist immer die Gefahr, dass sie vielleicht im Zoll hängen bleiben könnten. Auch von den Armen und den Beinen lassen sie sich super bewegen. Aber es ist meines Erachtens nicht das Risiko wert, dadurch das Set nicht zu bekommen. Also meiner Meinung nach ist das wirklich ein tolles Set, besonders wenn man den Preis anschaut. Wir haben überall etwas zum Drehen, zum nach oben und unten bewegen. Wir haben die Räder am Boden. Kurz gesagt, damit wird es auf jeden Fall nicht langweilig. Und das Ganze für 10 Euro mit dieser Setgröße und auch dieser Steinequalität. Da muss man eigentlich nicht zweimal nachdenken, das kann man auf jeden Fall kaufen. Ich packe euch auch auf jeden Fall den Link dazu unten rein, denn ich kann natürlich nicht garantieren, wie lange der Preis hier so bleibt. Wenn viel bestellt wird, wird vielleicht der Preis erhöht. Wir werden es sehen. Wer Modellbau erwartet, ist hier natürlich falsch, aber wer ein Spielset sucht oder einfach nur gute Steine, der ist hier genau richtig und wird damit auch sehr viel Spaß haben. Und dementsprechend gibt es von mir eine Kaufempfehlung. Wenn euch natürlich dieses Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr dieses Set selber besitzt, schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Das würde mich wie immer sehr interessieren. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.